kennen. Mein Wahlkreis ist 2,5 Kilometer weiter da hinten. Ich gehöre zum Wahlkreis Rottal-Lindingl, Finglandau. Stefan Protschka, 39 Jahre jung, verheiratet. Mit einer derselben Frau seit 20 Jahren zusammen. Da sind zwei Kinder daraus entstanden, zwei Mädels mit mittlerweile 11 und 13 Jahren, gingen beide zusammen in die Realschule. Und freue mich, dass ich da reingelaufen bin und darf ein wenig etwas sagen. Ich möchte beim Peter Völzer bedanken, dass er viel über die Landwirtschaft geredet hat, weil meine Frau ist ja auch in der Landwirtschaft tätig. Die arbeitet in der Buchhaltung, in einem, wie hast du vorher gesagt, das ist ja keine Landwirtschaft mehr, sondern das ist Industrie. Die haben 1200 Erntehelfer, also ist auch eine größere Landwirtschaft. Aber das Thema Landwirtschaft lassen wir jetzt mal weg. Ich glaube, der Peter hat es recht schon gesagt. Unterhalten wir uns einmal, für was steht eigentlich der AfD? Und warum braucht es eigentlich der AfD? Der AfD braucht es ganz einfach, weil der Strauß gestorben ist. Da hat es einen Franz Josef Strauß noch gegeben, da hat es die CSU noch gegeben, das ist früher gegeben, braucht es keine AfD nicht, ich bin da heute nicht da stehen, ich kann daheim und keiner bin mit meinen Kinderling und alle warten glücklich. Und wir brauchen einen Kämpfer für unser Land. Schauen wir mal ein wenig einen Vergleich zwischen der CSU, weil in Bayern wird relativ viel CSU gewählt und wird es auch davor recht schon gesagt hat, immer nur 35% von den Bauern wählen die Schwarzen und nur 25% uns. Bis zur Wahl werden wir die Zahlen nur umdrehen, Minimum, weil wenn man dann die Leute einmal aufklärt hat und wenn der Peter Völzer so weitermacht, dann werden wir das auch machen. Der erste Punkt ist natürlich ganz klar, jeder schimpft über Merkel, aber CSU wählt er trotzdem. Warum? Und wer CSU wählt, definitiv Frau Merkel. Da geht gar kein Weg nicht drauf vorbei, auch wenn der Herr Seehofer wieder einmal irgendwas von seinen Versprechen weghaut, wo er schon hunderte rausgehauen hat und keins davon gehalten hat, hat er sich auch nicht daran gehalten, dass mit der Merkel nicht mehr seine Kanzlerin ist, sondern sie unterstützen sie auch. Genauso ist es mit seiner 200.000 Invasion-Grenze. Er hat ja klipp und klar gesagt, es gibt die Obergrenze von 200.000 Migranten von ihm. Wenn Sie aber das Parteiprogramm durchlesen von der CDU-CSU, da steht nichts drin vor den 200.000. Er widerspricht sich ja tausendmal. Vor drei Tagen hat er in einem Interview gesagt, naja, die 200.000 Obergrenze braucht man nicht mehr, weil so weit kommen wir nicht mehr. Was eine glatte Lüge ist, weil im März dieses Jahr waren wir schon bei 200.000 Zuwanderern. Also ich weiß nicht, ob er von monatlich 200.000 geredet hat oder von jährlich 200.000. Das ist bei Herrn Drehhofer, weil wegen so einer Sache ist er wahrscheinlich gerade einfällt. Für Bayern 200.000. Oder für Bayern 200.000, weil dann haben wir 16 Bundesländer, da kommen wir auch wieder auf die Summe, die wo sie so haben möchten bei uns im Land. Also das steht schon mal definitiv nicht drin in ihrem Parteiprogramm und das finde ich eigentlich schon schade, weil wenn ich heute sage, Bayern war unter den Strauß einmal Macht. Der Strauß hat mir recht schön gesagt, ihm ist scheißegal, wer in Bonn und Kanzler unter ihm ist. Und genau da muss er Bayern wieder hinkommen. Aber für das braucht man etwas anderes und nicht mehr der CSU, weil wir haben Bayern, wir haben einen Freistaat und wir haben in Deutschland was zum sagen. Wir haben einen von 2 bis 3 Bundesländern, die noch Geld verdienen in dem Land, alle anderen zahlen drauf oder kriegen das Geld von uns. Wo ist eigentlich nur der Unterschied zwischen CSU und Servus? Reinspaziert, wo ist nur der Unterschied zwischen CSU und AfD? Angerührt schon mal beim Islamunterricht an deutschen Schulen. Da steht klipp und klar drin, kein Islamunterricht an deutschen Schulen. Die CSU äußert sich gar nicht dazu, die haben nichts im Programm drin stehen. Möchten Sie, dass Ihre Kinder oder Enkelkinder irgendwann einmal Islamunterricht kriegen? Also die CSU darf eine C einmal wegstreifen. Warum darf sie das C vom wegstreifen, das darf eine CDU wegstreifen? Weil wer das mitgekriegt hat, die Frau Merkel, ganz brav in einem Interview, bevor das über die Ehe für alle gegangen ist, anscheinend war sie nur ein Ausrutscher von ihrer, hat sie dann gesagt, dann ist einmal kurz über die Ehe für alle abgestimmt worden. Aus wahltaktischen Gründen hat es super gemacht, die Frau Merkel. Warum? Weil selbst die FDP, also unsere freien Liberalen, schieß mich tot, haben gesagt, es gibt nur einen Koalitionsvertrag bei der Ehe für alle. Also rutscht es der Frau Merkel am Montag einmal beim Interview ganz kurz aus und am Freitag stimmen wir drüber ab. Also es geht ja nur um unsere Kinder, ob die dann 2 Väter und 2 Mütter haben dürfen. Aber es ist in Deutschland nichts mehr wert, weil das Kind zählt anscheinend nichts mehr. Das stehen wir auf eine Woche durch, stimmen wir kurz ab und dann gehen wir alle wieder heim. Und das Tragische daran ist, auch 75 CDU-CSU-Abgeordnete haben dafür gestimmt. Also was das christlich noch heißen soll in einem Parteinamen, meine Damen und Herren, das gehört gestrichen. Union hat sowieso nicht mehr, weil streiten die jetzt mehr wie mir. Bloß bei uns steht es, wenn der Streit in der Zeitung drin, wir dürfen streiten und die anderen hauen sich schön rein und kein Mensch kennt es. Das ist wieder mein Nasenpunkt. Aber was mich aber dann noch mehr aufregt, ist die Sache, bei der Ehe für alle waren bis auf 6 Leute alle anwesend im Parlament. Das war um 9.05 Uhr.
Es war Freitag, um 10.05 Uhr ist draufgeschaut, das Netzwerk Durchsetzungsgesetz. Eine Stunde später, da waren noch 47 Parlamentarier im Parlament drin und haben dann das Netzwerk Durchsetzungsgesetz abgestimmt. Jetzt muss ich mal Respekt vor den Linken sagen, die haben eigentlich dagegen gestimmt. Aber warum haben sie den Fotzen nicht aufgemacht, dass sie eigentlich gar nicht mehr beschlussfähig sind? Die waren nicht beschlussfähig. Unser Parlament ist nur beschlussfähig, wenn 50% anwesend sind. Da sagt kein Mensch jetzt. Da holen sie alle Schnippel auf die Schnauzen, bevor wir alle heim, Freitagmittag ist, dass jeder daheim ist. Hey, die leben von ihnen in den Steuergeldern. Wir haben davor geredet, für die Müllgüter gerade noch 19 Cent, 20 Cent, aktuell nichts wieder wegen, ob sie über 30 sein. Aber das müssen sie versteuern. Von dem leben die. Die kriegen einen Gehalt von ihren Steuern, von meinen Steuern. Und dann machen die Freitagmittag Feierung und beschließen dann ein Gesetz darüber, dass sie abgehört werden dürfen. Weil im Offenland leben wir nicht mehr. Ich habe mir gedacht, wir leben in Deutschland und nicht in Nordkorea. Aber mittlerweile kommt es mir vor wie Nordkorea, meine Damen und Herren. Und da müssen wir selbst dagegen tun und deswegen gibt es auch unter anderem die AfD. Auch die AfD lehnt zum Beispiel jeglichen Familiennachzug der angeblich syrischen Flüchtlinge ab. Was Fräulein nicht wissen, 82.000 syrische Flüchtlinge haben schon Genehmigung für einen Familiennachzug. Was heißt das für Deutschland? Eine syrische Familie besteht im Schnitt aus 5 bis 6 Personen. Das Schlimme aber an der ganzen Sache ist, statistisch wird dann nur eine Person gezählt in Deutschland. Also es kommen offiziell nur 280.000 Familiennachzügler, aber das Ganze kommt mal 5 im Schnitt. Bei muslimischen Familien schaut es anders aus, da ist ein Schnitt bei 8 bis 9. Das waren syrische christliche Familien, und wie viele christliche Familien gibt es in Syrien? Die Mehrheit davon ist muslimisch. Also wir holen uns nach der Bundestagswahl. Also muss man dazu sagen, der Familiennachzug ist von CDU, CSU, SPD ausgesetzt bis nach der Bundestagswahl. Warum wohl? Weil dann hätten Schwierigkeiten, wenn die ganzen Leute einer kommen würden, dann einer die Leute auf der Nase übereinander steigen und so haben sie es wieder 4 Jahre geschafft, dann können wir da lassen, was wir mit. Aber nicht mit uns und nicht mit mir, meine Damen und Herren, da tun wir was dagegen. Und für das gehen wir auch auf die Straße.